Aber ich sag mal, ein anderes Biom jetzt zu finden, das wäre toll. Schon wieder ein Tiger. Das gibt's doch nicht. Doch, gibt's ja sehr wohl. Wir sehen's ja hier. Aber trotzdem. Guck mal, hier entspringt sogar mal der Fluss irgendwo. Ah! Hallo Hund. Hallo Schlucht. So viel dazu, die schwarzen Flecken wurden behoben. Man hat gerade genug davon gesehen. Also bei uns auf dem Server haben wir ein Podsol-Biom gefunden, fast direkt neben einem Darkwood. Deshalb hatte ich eigentlich hier die Hoffnung, auch in der Nähe des Darkwoods einzufinden. Ich denke mal, das war mehr Zufall. Wir erklimmen noch mal diesen Berg, gucken uns dort um. Dann wird's auch Zeit umzudrehen. Also in der Richtung ist nichts. Einmal nach ganz oben klettern. Vielleicht ist dort oben ja was. Jetzt habe ich eigentlich eine Schaufel dabei. So. Toll. Da vorne stehen Kürbisse. Es ist überall das Gleiche. Sieht nicht so aus, als würden wir hier irgendwas in der Nähe finden. Jetzt ist es dunkel und wir müssen noch den ganzen Weg zurücklaufen. Ich glaube, wir werden uns jetzt irgendwo hier einbunkern, ganz oben auf dem Gipfel des nächsten Berges. Da vorne. Oder wir erklimmen nochmal den Hügel da. Der sieht ganz interessant aus. Dazwischen ist jetzt hier eine Schlucht. Hier, so eine Art Schlucht. Können wir das irgendwie umgehen? Tatsache, hat genau, fast genau gereicht. Einer blieb sogar noch über. So. Was haben wir denn von hier für eine Aussicht? Naja, wenn die Biome mal laden würden, heißt das. Das ist eine schöne Gegend, muss man sagen. Also gefällt mir. Vor allem noch abwechslungsreich. Aber jetzt muss ich mich trotzdem irgendwo einbunkern. Und die Nacht irgendwie totschlagen. So, das überspringen wir jetzt ein bisschen. Wir machen kurz eine 5-Minuten-Pause. So, da sind wir dann auch schon wieder und die Taskleiste verschwindet. Danke. Und dann schauen wir mal. Ein schöner Tag. Ja, ich denke, weitergehen lohnt sich nicht so wirklich. Kommen wir hier irgendwo schnell runter? Schnell in dem Sinne, dass die Behutsamkeitsspitzhacke dadurch am besten keinen Schaden erleidet. Ich denke, wir nehmen als erstes mal unseren Dreckweg hier.
Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier durchkommen. Da. Perfekt runtergekommen. So, jetzt heißt es zurückfinden. Wir kamen von hier. Aus der Richtung. Irgendwie, das Potsdool-Biom oder Redwood-Biom, das mag uns jetzt noch nicht so wirklich. Aber immerhin haben wir alles andere auf unseren Expeditionen schon gefunden. Im Endeffekt aus den Potsdool-Biom bräuchten wir, oder Redwood-Biom, bräuchten wir theoretisch auch nur einen einzigen Block. Sag mal, das ist jetzt ja nichts, wo wir uns lange aufhalten können. Und eine zweite Savanne wäre auch noch nett zu finden. Auf der einen Seite klettert man hoch, auf der anderen Seite klettert man runter. So. Das war doch eine ganz hohe Gegend eigentlich. Oh, wenn man sich das mal anguckt hier. Das war ja für uns dort oben irgendwie so die flache Gegend. Mehr oder weniger. Das hat man gar nicht gemerkt, dass man dort schon von Natur aus höher gelegen war. Aber auf jeden Fall ein nettes Biom. Also wenn wir nicht schon irgendein schönes hätten, wo wir bauen würden, würde ich da oben ein Haus draufsetzen. Ich glaube, da vorne ist schon wieder der Darkwood. Da sind. Entschuldigung. Da sind die Hunde von vorhin. Wieso bin ich so müde? Ist das ein NPC-Dorf? Das haben wir auf dem Hinweg nicht gesehen. Da müssen wir irgendwie vorbeigerannt sein. Mal gucken, ob sie irgendwas haben, was wir gebrauchen können. In seiner Crafting-Box, aber eine Kiste sehe ich nirgendwo. Hallo Kumpel, hast ja eine hübsche Einrichtung. Das Haus ist noch nicht ganz geladen. Ist aber auch nichts drin. Auch leer. Ist irgendwie ein schäbiges NPC-Dorf, muss man schon fast sagen. Also, da kenne ich schönere. Wow, von dort oben kamen wir. Ah, nee, das mit den Ladezeiten, das ist unter aller Sau, das macht so keinen Spaß. Ich meine, wie soll man was erforschen, wenn man es nicht sehen kann? Also spätestens in dem Moment, wo ich da oben drauf stand, hätten alle Biome geladen sein müssen. Meiner Meinung nach. Und ich habe ja auch eine recht gute Hardware, die das hinkriegen sollte. Also an der Hardware kann es nicht liegen. Ey, ist das noch ein Flower-Biom hier? Plains. Nö, einfache Plains. Ah, so viele Tulpen und andere Blumen. Merken wir uns mal, wenn wir noch Tulpen brauchen, hier in der Nähe sind welche. Hier haben wir noch mehr Hunde. Das ist kein Darkwood hier, das ist normaler Wald. Wo kommt der denn plötzlich her? Ah, wieder eine Kürbisfamilie. Ich habe jetzt so viele stehen lassen. Ihr kommt mit. So. Übers Wasser wollte ich jetzt eigentlich nicht gehen. Es muss auch ohne gehen.
Wir sind ja auch hingekommen, ohne zu schwimmen. Gehen wir einfach mal der Küste entlang. Vielleicht sind wir ja zu weit in eine Richtung abgerutscht. Hoch. Allerdings so eine schöne Aussicht auf die dunklen Bäume da vorne. Das ist doch ein Darkwood jetzt, oder? Nee, auch nicht, oder? Nee, sind normale Bäume. Also ich sag's nicht gerne, aber wir haben uns verlaufen. Mal wieder. Ist zwar eine hübsche Gegend zum Verlaufen, aber verlaufen ist verlaufen. Wuff. Naja, irgendwo muss es ja lang gehen. Fichte? Fichte klingt aber gut, glaube ich. Fichte klingt sehr gut. Den Fluss, der sagt mir jetzt zwar nichts. Kann sein, dass wir den ja da unten übersprungen haben oder oben oberhalb. Puh. Wir kommen mit leeren Händen zurück. Na, was heißt mit leeren Händen? Ordentlich Kohle haben wir ja. Immerhin etwas. Oh, da geht die Sonne schon wieder unter. Gefällt mir nicht. Noch ein Fluss? Das ist nicht unser Fluss. Unser Fluss war woanders. Der sah auch anders aus. Da vorne ist wieder so eine Steinwand. Nicht so steil. Ach, helf mir doch mal, wo geht's jetzt lang? Nur noch ein bisschen Lavendel mit. Wenn er schon mal direkt auf dem Weg steht. Oh, sieht nicht gut aus. Sieht nicht so aus, als würden wir es vorm Sonnenuntergang zurückschaffen. Aber der Tag war kurz. Na, wer weiß, wie lange ich ja schon in der Hütte stand und es schon Tag war. Sind das Schafe? Ne, das sind Kühe. Ein Schaf hätte ich jetzt 3 Stück davon geschlachtet. Schafe sind irgendwie eh selten geworden. Also Kühe sieht man immer noch fast überall. Da ist ein Skelett hinter uns her. Und das ist jetzt aber ein Flower-Biom, oder? Plains. Wo wir schon so viele Blumen verballert haben. Zum Umfärben von Glas. Ah, guck mal da vorne, das ist doch unser. Und wirklich nur Plains? Flower Forest.
Ups. Ist mir jetzt egal, ob ich damit das Schwert kaputt mache. Und das ist jetzt hier Sunflower Plains. Die sollten uns noch bekannt vorkommen. Die sind aber ein bisschen größer als die, wo wir vorhin waren. Habe ich so im Gefühl. Ich will meinen Darkwald wieder haben. Nee, kann das sein, dass wir von hier kamen? Und dann dementsprechend hier lang zurück sind? Hier gibt es auch jetzt keine gute Gegend, wo man sich jetzt hier irgendwo beerdigen könnte. Außerdem war ich jetzt gerade erst auf Klo. Ich kann jetzt nicht schon wieder 10 Minuten AFK gehen. So inkontinent bin ich dann ja auch nicht. Ah, oder eine Spinne. Zwei Spinnen. Eine Wüste. Oder ein Strand. Bitte lass es ein Strand sein und keine Wüste. Tolle Sache. Ist ein Beach. Oh. Das sieht schon aus der Entfernung irgendwie toll aus, aber es bringt uns jetzt auch nicht weiter. Kiesberge übrigens. Also was wir hier in der Nähe alles haben, also Rohstoffe werden uns nicht ausgehen. Wenn wir das überhaupt nochmal alles wiederfinden, heißt es. Das ist ein großer Flowerwald. Gegenüber den anderen, den wir da schon fast leer geerntet haben. So. Sobald es Tag ist und ich nicht mehr die ganze Zeit in Bewegung bleiben muss, werde ich übrigens mal auf die Koordinaten gucken. Ui, wo kommt denn der zweite her? Ein Creeper kommt selten allein. Ah, weit entfernt können wir nicht sein. Es muss hier irgendwo in der Umgebung liegen. Über Bäume zu laufen ist jetzt auch erstmal ein guter Plan. Man hat eine bessere Übersicht und weniger Monster. Oder wir klettern einfach mal dort hoch. Und oben angekommen, lassen wir uns dann von einem Skelett runterschießen. Okay, du kamst zu spät. Dein Einsatz war vor ein paar Sekunden. Jetzt hast du verloren. Ist eine schöne Landschaft, das kann man nicht anders sagen. Also der neue Biomgenerator
hat durchaus seine Vorteile. Irgendwelche Bäume, die einem hier bekannt vorkommen, auch nicht wirklich. Könnte das hier nicht, ich meine, was hatten wir alles in der Nähe? Wir hatten einen Sumpf. Was sagen denn die Koordinaten? Die Koordinaten sagen, wir müssen in die Richtung. Nee. In die, aus der wir gekommen sind. Na toll. Und in die Richtung. Jetzt habe ich geguckt. Jetzt hatten wir mal einen Moment ja Ruhe auf der kleinen Insel da. Na komm. Ah, ich glaube, da sehe ich auch gleich so einen dicken Baum. Ah, ist das schön. Endlich wieder was, was einem bekannt vorkam. So, wir gehen auf Tauchstation. So, ich glaube, das Skelett haben wir abgehangen. Ah, da vorne ist so ein dicker Baum. Endlich. Was eine Nacht. Ah, und es wird Tag. Ist ja schön. Wie unfair, der hat eine Schaufel, um mich zu verdreschen. Aber immerhin sind wir über Level 20 jetzt schon wieder. Eine Hexe. Ey, die machen wir jetzt platt. Hoch. Ist sie hin? Ist sie jetzt? Da ist er. Kein Sound. Hoch. Was habe ich denn da abbekommen? Oh Gott. Ach, da ist unser Haus. Lol, die Hexe hat uns zum Haus geführt. Und wir haben sie zum Dank getötet. Bitte lass uns jetzt nicht sterben. Ja. Oh. Schnell nach Hause. Also interessante Gegend, die wir da gefunden haben, auf jeden Fall. Da lässt sich einiges raus machen. Aber ich bin jetzt auch froh, wieder hier zu sein, ehrlich gesagt. Jetzt lagern wir hier erstmal die Kohle ein und nehmen das andere Zeug mit. Tilly, nicht an der Matratze. Nicht an der Matratze. Ey, da nicht. Also nicht, dass sie jetzt vorhatte, dran zu pissen. Sie hat nur versucht, dran zu kratzen. War schon schlimm genug. Boah, da hatten wir heute ja auch noch ein richtiges Abenteuer. Und endlich eine Hexe gesehen. Okay, ich muss sagen, da hatte ich mir mehr drunter vorgestellt. Vor allem auch mit Sound. Und wenn sie der Ollen nur den normalen NPC-Sound gegeben hätten. Hauptsache, sie hätte überhaupt was labern können.
Kohle. Saat. Gut. Blumen. So. Das kommt woanders hin. Knochen und das und das und Spinnweben für hier oben. Noch ein bisschen Kohle. Kohle. Hier hin. Nee, du nicht. Wo kommt der eigentlich hin? Komisch, hat man die Kürbisse irgendwie weggeräumt. Hier rein, oder? Nö. Packen wir sie dort mit rein. Pflasterstein. Ein Bogen. Da haben wir bald auch eine ganze Kiste voll. Hälfte ist schon. So, dann noch das Eisen in den Ofen und dann sind wir für heute auch durch. Da haben wir doch einiges gemacht heute. Auch wenn es hauptsächlich nur Erforschen war zum Schluss. Leider fehlt uns immer noch das letzte Biom, das wir jetzt noch dringend brauchen. Und das Packeisbiom, das wir nicht so dringend brauchen. Aber wir haben endlich die blauen Blumen, das heißt, wir sind blumentechnisch voll ausgestattet. Und können dann, je nachdem, ob nächste Mal dann schon wieder MMO funktioniert, uns langsam in diesem Bereich hier bewegen und so ein bisschen Vorarbeit leisten für unseren großen Park. Bis dahin, tschüss!